Also ich bin ja zum ersten Mal überhaupt in Leipzig in meinem Leben. Und was ich mitbekommen habe, das ist gestern Abend diese Lichtfeier mit der Fronleichnamsprozession auf dem Platz. Ja, und der Rest ist Hotel, beziehungsweise heute Morgen die ersten Interviews, ja. Dann freuen wir uns, dass wir Ja. fast die Premiere Ja. sozusagen sind hier in Leipzig für Sie. Sie haben dieses Buch geschrieben über Ihre Erfahrungen. Sie sind seit inzwischen 13 Jahren Bischof im südlichen Arabien, in einem der flächengrößten Bistümer der Welt, habe ich gelesen. Wie hat es Sie damals dorthin verschlagen? Wie sind Sie als gebürtiger Schweizer überhaupt nach Arabien gekommen? Ja, also in Details zu gehen, würde jetzt zu weit führen, aber es war die Wahl nach einem längeren Ernennungsverfahren, weil das eine komplizierte Geschichte war. Erstens überhaupt den Mann zu finden, der bereit ist, dorthin zu gehen und die nötigen Voraussetzungen mit sich bringt. Es war klar, im Normalfall, dass es ein Kapuziner sein würde. Woher? Das musste dann die Ordensleitung bzw. die römische Kongregation entscheiden. Am Schluss bin ich im Netz hängen geblieben. Das kann man hier lesen übrigens. Richtig. Ja. Man liest in dem Buch auch, das ist Ihnen am Anfang nicht leicht gefallen, diesen Schritt Ja. zu gehen. Nun habe ich eben gesagt, Sie sind jetzt seit 13 Jahren dort in Abu Dhabi ganz genau Ja. angesiedelt. Ist das inzwischen nach dieser doch langen Zeit schon ein Stück Heimat geworden für Sie? In einem gewissen Sinn ja. Also mir gefällt ja die Aufgabe, auch wenn sie sehr anspruchsvoll ist und manchmal auch nicht sehr leicht. Aber ich habe es nie bereut, dass ich damals auf Anfrage hin am Schluss ja gesagt habe, nach einem längeren inneren Ringen, weil es eine sehr dankbare Aufgabe ist, Hirte zu sein für Migranten in einer so komplizierten Welt, wie das bei uns der Fall ist. Ne? Und ja, Heimat natürlich, wie man das sieht. Ich meine, ich vermisse nach wie vor meine Schweiz als schönes Land. Das ist natürlich nicht dasselbe bei uns. Ich vermisse den Frühling, ich vermisse den Herbst und so weiter. Aber ich bin unterdessen zu Hause dort, ja. Nun kann ich mir vorstellen, dass einige unserer Zuschauerinnen und Zuschauer sich denken, warum gibt es überhaupt in Arabien einen katholischen Bischof? Warum sind Sie dort? Gibt es dort überhaupt Katholiken, werden sich viele fragen. Vielleicht können Sie das ein Ja, bisschen erklären. mit dieser Frage werde ich sehr oft konfrontiert, ja, sogar von Bischöfen, nicht? Gibt es denn dort Christen, Katholiken? Natürlich, es gibt keine einheimischen Katholiken. Das sind alles von ganz wenigen Ausnahmen in Jemen, abgesehen sind alles Migranten, vorwiegend aus den Philippinen, aus Indien, aus der ganzen Welt. Wir haben einmal vor Jahren schon einen Zensus gemacht, eine Art in den großen Vereinen Abu Dhabi, Dubai. Das sind Gläubige aus ungefähr 100 verschiedenen Nationen, aber schwerpunktmäßig Philippinen, Indien, Sri Lanka, Pakistan, dann aus den arabischen Ländern, wo es Christen gibt, wirklich Libanon, Syrien, Irak und so weiter. Also im Prinzip eine Weltkirche im Kleinen mit Christen aus 100 Nationen, haben Sie gesagt. Da stellen sich für mich ganz praktische Fragen. Wie verständigt man sich? Wie feiert man Gottesdienst? Ja, früher gab es das Latein und wir haben unterdessen Englisch als Lingua Franca, die natürlich nicht von allen gleich gut beherrscht wird, aber das ist das Sprachmedium, welches wir voraussetzen, dass es von allen zumindest rudimentär verstanden wird. Dann zusätzlich feiern wir natürlich Gottesdienste in verschiedenen Sprachen, soweit wir Priester haben, die die nötigen Sprachkenntnisse mit sich bringen. Das kann Arabisch sein, das kann Tagalog sein von den Philippinen oder Malayali von Kerala, Konkani von Karnataka oder Goa und so weiter. Dann natürlich auch die europäischen Sprachen. Es gibt Messen in Italienisch, in Spanisch, in sogar auf Deutsch. Italienisch habe ich schon gesagt, das schon. Ja. Nun stellt sich auch eine weitere Frage, wie lebt es sich in dieser Umgebung als Christ? Wie frei können Sie den Glauben dort leben? Wie frei können Sie Gottesdienste feiern? Ja, innerhalb unter den uns zugewiesenen Plätzen sind wir frei. Das Gelände, das uns zur Verfügung gestellt wurde und wo wir Kirchen bauen konnten, wie in Abu Dhabi, in Dubai und in weiteren Plätzen in den Vereinigten Arabischen Emiraten, da können wir frei feiern, das ist kein Problem. Nur
Es muss dort sein, in der Regel, wo uns der Platz zugewiesen wird. Wir können nicht einfach jetzt, sagen wir, einen Hotelsaal mieten und dort die Messe feiern, ohne dass es eine vorgängige Erlaubnis dazu braucht. Ja? Wie verhält es sich dann mit kirchlichen Gebäuden, mit Kirchen? Könnte man dort ohne weiteres eine Kirche bauen? Ja, ohne weiteres. Es ist meistens ein längerer Prozess, bis man das Land bekommt. Also jetzt habe ich gerade kürzlich die Zusicherung bekommen, dass in der Western Region von Abu Dhabi der Scheich ein Land zur Verfügung stellen wird und dass wir dort dann eine Kirche haben werden, möglicherweise sogar eine Schule. Das ist also durchaus möglich, auch heute noch. Vor einem Jahr haben wir, weniger als einem Jahr, haben wir eine neue Kirche eingeweiht in der Peripherie von Abu Dhabi. Und vor 2 Jahren genau jetzt eine neue Kirche in Ras Al Khaimah. Das ist also durchaus möglich in diesem Land. Ja, Sie leben in einer extremen Diaspora-Situation. Mhm. Wenige Christen stehen einer übergroßen Mehrheit von einheimischen Muslimen gegenüber. Wie ist da das ansonsten das Verhältnis? Gibt es da einen Austausch? Gibt es Gespräche? Ja, Gespräche gibt es schon. Ich meine, es werden immer wieder etwa so interreligiöse Veranstaltungen durchgeführt, zu denen ich zum Teil auch eingeladen bin, manchmal auch als Referent oder für eine Art Podiumsgespräch. Solche Dinge gibt es schon, nicht? Wobei man natürlich immer sehen muss, die Grenzen auch der Verständigung mit, ja, um die gemeinsame Sprache zu finden. Es geht jetzt nicht nur um Englisch oder Arabisch, sondern dass die betreffenden Termini die gleiche, würde sagen, Resonanz haben. Wenn ein einheimischer Muslim von Religionsfreiheit spricht, dann hat er nicht unbedingt das gleiche Verständnis wie ich, der ich aus dem europäischen Kontext komme mit der Tradition der Menschenrechte und so weiter. Also das sind schon noch Wege zu machen, um die gegenseitige Verständigung wirklich fruchtbar zu machen. Das ist noch ein langer Weg. Gibt es denn ein grundsätzliches Wohlwollen auch der Machthaber, der Mehrheitsbevölkerung, auch Ihnen ganz persönlich gegenüber? Ja, das gibt es schon. Also ich denke, wenn ich meinetwegen zu Scheich Nayan gehe, der ist ein Minister der Zentralregierung, der hat keine Hemmung, mich öffentlich als mein Freund Paul. Solche Dinge gibt es schon, dass er mich auch in der Öffentlichkeit umarmt. Das ist kein Hindernis, auch wenn ich mit bischöflicher Soutane und Kreuz da bin. Solche Verhältnisse gibt es schon. Und im Allgemeinen werde ich von den offiziellen Stellen immer sehr vornehm behandelt. Sie haben vorhin schon gesagt, im Rahmen der räumlichen Möglichkeiten können Sie Gottesdienste feiern, den Glauben leben. Wie hat man sich das in so einer internationalen Gemeinde mit Christen aus ungefähr 100 Nationen, wie Sie gesagt haben, vorzustellen? Wie läuft das ab? Ja, also erstens ist natürlich so, in den großen Städten wie Abu Dhabi oder Dubai oder Sharjah, da ist natürlich die Abfolge der Gottesdienste relativ dicht und da muss man sich an den Zeitrahmen halten und das bedingt dann auch die Feier der Liturgie. Also wir können nicht 20-minütige Predigten machen, zum Glück nicht, für alle Beteiligten. Aber wir haben ja das Problem des Platzes im Unterschied zu Europa, nicht? Dass wir die Zahl der Gottesdienste vermehren müssen, damit möglichst alle Leute kommen können. Also ein kleines Beispiel, wenn ich in Abu Dhabi über Pfingsten vom Freitagmorgen bis Sonntagabend jährlich den Pastoralbesuch mache, den offiziellen, dann ist es Brauch, dass ich in allen Gottesdiensten entweder predige oder zu den Leuten ein Grußwort, ein längeres spreche am Anfang oder am Schluss der Messe, soweit das technisch möglich ist. Ich habe vom Freitagmorgen bis zum Sonntagabend 25 Mal zu den Leuten gesprochen und in den meisten Fällen waren ungefähr 1000 Leute da, zum Teil mehr. Beeindruckende Dimension, die man sich hier in Deutschland gar nicht so vorstellen kann. Ja. Das ist eine internationale Gemeinde. Hält der Glaube diese Menschen auch zusammen, die ja aus 100 Nationen kommen? Welches verbindende Element ist der Glaube für diese Menschen dort in der arabischen Halbinsel? Ja, ich denke, dass es natürlich zunächst eine Beheimatung im Glauben gibt. Unabhängig von welcher Kultur die Katholiken dann kommen. Es ist schon, dass der Glaube verbindet.
und gerade als in der Situation der Migration natürlich doppelt. Insofern hilft uns ein Stück weit die Exodus-Situation, könnte man auf biblisch sagen, die Leute zusammenzuhalten. Das geht nicht immer ohne Spannungen und Konflikte ab, weil natürlich die kulturellen Vorverständnisse, auch das religiöse Empfinden durchaus innerhalb der katholischen Kirche verschieden sein kann. Ein europäischer Katholik empfindet anders als ein Philippiner und ein Inder wieder anders als ein Afrikaner und so weiter. Und damit müssen wir leben. Zum Teil ist es eine fruchtbare Spannung, manchmal ist es auch eine konfliktuelle Spannung. Und das ist Teil des Jobs eines Bischofs, da der mäßigenden und ausgleichend einzuwirken. Ja? Das zusammenzuhalten. Ja. Damit vielleicht zum Schluss noch ein Schlenker auch wieder zurück nach Deutschland. Nach Deutschland sind in den vergangenen Monaten viele Flüchtlinge, auch aus dem arabischen Raum gekommen, muslimische Flüchtlinge. Das ist auch teilweise mit Ängsten behaftet hier in Deutschland. Wie gucken Sie auf diese Situation mit Ihrem persönlichen Erfahrungshintergrund als Bischof in Arabien? Ja, ich kann die Ängste verstehen, weil in jedem Land, wenn ein Zuflucht von Fremden da ist, gibt es eine gewisse Reaktion. Ich teile nicht diese grundsätzliche Angst vor den Muslimen. Ich meine, natürlich gibt es innerhalb der muslimischen Welt radikale Tendenzen, und vor die wir uns hüten müssen und die wir auch sehr genau beobachten müssen und sicher auch kontrollieren müssen. Aber es wäre falsch, hier einen grundsätzlichen Vorbehalt anzumelden. Und grundsätzlich sehe ich natürlich so, wo Menschen tatsächlich nicht mehr leben können. Und es gibt Gebiete im Mittleren Osten, wo es nicht mehr zum Leben ist. Die Menschen verdienen, dass sie einen würdigen neuen Aufenthaltsort finden. Ob das jetzt Deutschland sein muss oder ein anderes Land, ist eine andere Frage, die sicher auch zum Teil politisch zu lösen ist. Aber grundsätzlich, denke ich, haben wir hier offen zu sein. Wir sind ja alle ausnahmslos, wenn wir weit zurückgehen in unsere eigene Geschichte, Kinder von Migranten. Nicht? Wenn wir die geschichtlich zurückgehen, ist niemand ursprünglich von Deutschland oder aus der Schweiz und so weiter. Das sind früher oder später sind die Leute eingewandert. Ein, wie ich finde, sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank, Bischof Paul Hinder. Er hat uns berichtet über seine Zeit als Bischof in Arabien. Wer dazu mehr wissen möchte, dem sei dieses Buch sehr empfohlen. Da kann man noch viel mehr erfahren über das Leben als katholischer Bischof im südlichen Arabien. Sehr zu empfehlen. Vielen Dank, Bischof Hinder. Danke sehr.